Entwickler stecken häufig in einer Zwickmühle. Sie sollen zu Beginn eines Projektes Schätzungen für ihre Aufgaben abgeben, doch diese Schätzungen werden vom Management sehr schnell in feste Zusagen umgewandelt. Welche negativen Effekte daraus resultieren und wie Sie am besten damit umgehen, gleich mehr dazu hier im Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Business Chirurgie. Dem Kanal hier bei YouTube, bei dem es um Highspeed und um Disruptionen in der Medizintechnik geht. Heute beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie können Projekte in der Medizintechnik abgesichert werden, wie können Liefertermine eingehalten werden. Ein gängiger Ansatz hierfür ist es, für jede einzelne Aufgabe, für jeden einzelnen Task, der in einem Projekt stattfindet, einen Puffer einzubauen. Ein Puffer dient dazu, letztendlich die Aufgabe abzusichern, sodass, falls etwas schief geht, trotzdem noch eine Sicherheit da ist und letztendlich das Projekt nicht verzögert wird. Puffer sind also dafür da, um eine hohe Liefertreue für einzelne Aufgaben zu garantieren. Und so ist der Gedanke, wenn jede einzelne Aufgabe gut abgesichert ist, dann ist auch das gesamte Projekt gut abgesichert. Also eine hohe Liefertreue für das gesamte Projekt. Jetzt gibt es aber einen anderen Ansatz, der sagt, Puffer einzuplanen in einem Projekt, das ist letztendlich gar nicht so gut, denn da gibt es einige negative Effekte, die auftreten können. Deswegen ist der Ansatz, wir planen lieber gar keine Puffer in den Projekten ein, denn dann werden die einzelnen Aufgaben so schnell wie möglich abgearbeitet und wenn die Aufgaben so schnell wie möglich abgearbeitet werden, dann wird auch das Gesamtprojekt möglichst schnell abgearbeitet. Es ergibt sich jetzt so eine logische Abhängigkeit. Wenn also keine Puffer eingeplant werden, dann werden die einzelnen Aufgaben so schnell wie möglich abgearbeitet. Und wenn sie so schnell wie möglich abgearbeitet werden, dann ist die Liefertreue für das Gesamtprojekt sehr, sehr hoch. Wenn ich auf der anderen Seite einen Puffer einplane, dann sind die einzelnen Aufgaben sehr gut abgesichert. Und wenn die einzelnen Aufgaben sehr gut abgesichert sind, dann führt es zu einer hohen Liefertreue, auch für das Gesamtprojekt. Und was man jetzt hier sieht, hier gibt es zwei Handlungsaktionen, die sich letztendlich komplett widersprechen, die aber zum gleichen Ziel führen. Eliyahu Goldratt, der Erfinder und Begründer der Theory of Constraints, hat in seinen sogenannten Denkprozessen, die er Mitte bis Ende der 80er Jahre entwickelt hat, genau dieses Konzept verfeinert und er nennt es die Dilemmawolke oder auch Konfliktwolke. Der Hintergrund dahinter ist, dass letztendlich in einem System, wo das gleiche Ziel vorhanden ist, solche Widersprüche, wie sie hier erscheinen, überhaupt nicht real auftreten können. Was nämlich dahinter steckt, ist typischerweise eine falsche Annahme. Und um mal zu gucken, was falsche Annahmen sein können, gehen wir einfach mal die einzelnen Bereiche hier durch. Einen Puffer einzuplanen, um eine hohe Liefertreue für einzelne Aufgaben zu erreichen, hat die Annahme, dass Puffer persönliche Sicherheiten bieten für einen einzelnen Entwickler, für einen einzelnen Tester, zumindest für eine Einzelperson innerhalb eines Projekts. Denn wenn irgendwas daneben geht, ist immer noch der Puffer da und man kann nachher sagen, es ist ja doch nicht schief gegangen, denn ich hatte ja noch den Puffer und der hat mich letztendlich davor geschützt, dass mein persönlicher Liefertermin daneben gegangen ist. Die hohe Liefertreue für einzelne Aufgaben, dass die auch zu einer hohen Liefertreue für das Gesamtprojekt führt, da steckt auch eine Annahme hinter, eine implizite Annahme, die nämlich heißt, Sicherheit im Kleinen führt unweigerlich auch zu Sicherheit im Großen.
Keine Puffer einzuplanen, um eine schnellstmögliche Abarbeitung einzelner Aufgaben zu erreichen. Nun, dahinter steckt eine Annahme, dass diese Puffer, falls sie eingeplant werden, sowieso auf jeden Fall verbraucht werden. Die dahinterstehenden Annahmen sind letztendlich das sogenannte Studentensyndrom oder auch Parkinson's Law. Das Studentensyndrom besagt, dass eine Aufgabe sowieso zum spätestmöglichen Zeitpunkt gestartet wird. Sie kennen das vielleicht selber aus der Studienzeit noch. Man hat erst kurz vor Beginn der Klausur angefangen, sich darauf vorzubereiten und zu lernen, mit dem minimalen Aufwand dann doch noch die Klausur vielleicht bestanden. Das besagt genau das Studentensyndrom aus. Und Parkinson's Law besagt letztendlich fast das Gegenteil, nämlich, dass genau die Zeit, die zur Vollendung einer Aufgabe zur Verfügung gestellt wird, dass diese Zeit auch immer ausgenutzt wird. Das heißt, Sie können für eine Aufgabe, die vielleicht einen halben Tag dauert, auch 7 Tage einplanen, eine ganze Woche oder auch einen ganzen Monat. Und Sie werden diese ganze Woche oder diesen ganzen Monat auch durchaus damit vollbringen können, diese Aufgabe zu bearbeiten. Zur Not wird ein bisschen Goldplating gemacht, alles noch ein bisschen verfeinert, aber die Zeit bekommt man auf jeden Fall rum. Und diese beiden Effekte zusammen führen dazu, dass Aufgaben zwar verspätet abgegeben werden können, aber niemals verfrüht. Eine schnellstmögliche Abarbeitung einzelner Aufgaben soll zu einer hohen Liefertreue für das Gesamtprojekt führen. Nun, da steckt auch eine Annahme hinter. Nämlich, dass eine hohe Geschwindigkeit stets zu einer hohen Liefertreue führt. Und dann gibt es noch eine letzte Annahme, die steckt nämlich hier zwischen diesem Dilemma. Und die ist auch ganz interessant. Das ist nämlich die Annahme, dass Puffer immer lokal geplant werden müssen. Also lokal für jeden einzelnen Mitarbeiter in einem Projekt. Und vielleicht gibt es da ja auch noch eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Alternative. Und genauso eine Alternative gibt es tatsächlich. Eli Goldratt, den ich eben schon erwähnt habe, hat genau diese Annahme mal hinterfragt und hat dort ein System aufgebaut, das sich Critical Chain Project Management nennt, bei dem nämlich genau das gemacht wird, bei dem die einzelnen Puffer nicht innerhalb der einzelnen lokalen Aufgaben stecken, sondern extrahiert werden, ans Ende des Projektes geführt werden und dort sozusagen allen Entwicklern, dem kompletten Team zur Verfügung stehen und dort tatsächlich helfen können, das Projekt abzusichern, ohne dass die negativen Effekte des Studentensyndroms und Parkinson's Law in Erscheinung treten.